Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und ja, genau, wir waren beim letzten Mal hier auf dem Boot angekommen und haben hier Dahlia Gillespie und die gute Polizistin gefunden. Ich habe gerade ihren Namen nicht im Kopf, obwohl ich ihn eigentlich im Kopf haben müsste. Sybil, genau, Sybil heißt sie. Und genau, sie hat irgendwas von irgendwelchen Dämonen gesprochen, den wir jetzt besiegen müssen. Okay. Es gibt am Anfang der Folge noch was zu sagen, und zwar, ich möchte mich für die Audioqualität der letzten Woche entschuldigen. Wie gesagt, es ist alles nicht so einfach. Ich habe einen neuen PC. Und ja, da ist das alles, diese ganze. Was ist das denn? Egal. Diese ganze Audiobearbeitung ist jetzt nicht so einfach. Deswegen, Verzeihung. Es sollte sich jetzt Schritt für Schritt bessern. Genau. Und, jawohl, ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal weiter. Wir müssen jetzt hier zum Leuchtturm tatsächlich, um dort mit der Story weiterzukommen. Wir schauen mal auf die Karte. Da haben wir doch den Leuchtturm schon markiert. Jawohl, schaut euch das an. Am See. Okay, ich dachte, wir wären am Meer, aber wir sind wohl einfach an dem See. Okay. Ich habe hier schon wieder was richtig. Ja, da ist ein Körper, der am Schott eingekeilt ist. Ach, Leute, schaut euch den an. Boah, widerlich. Es geht schon wieder gut los. Es geht schon wieder gut los. Aber, okay, wir gucken mal, ja. Jetzt bitte nicht abstürzen, Gott sei Dank. Ich höre doch schon wieder hier das Geklingel. Verdammt nochmal. Ich höre schon wieder das Geklingel hier. Bitte nicht, ey. Ja, Freunde, wir sind immer noch in der Traumwelt von Alessa. Und, genau, die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hin zum Leuchtturm? Hier musste doch theoretisch. Oh nein, kein Fliegeding. Bitte nicht jetzt. Hier müsste doch theoretisch irgendwo ein Durchgang sein. Lasst mich mal kurz schauen. Das blöde Fliegeding tut da auch nicht gerade helfen bei. Wo ist die Leiter, die wir brauchen? Weil hier kommen wir nicht rein. Hier ist dicht. Wartet mal, hä? Also die Leiter hier, die war ja. Aua, ich mach den gleich kaputt, wenn das so weitergeht. Wartet mal. Geh mal hier runter. Nee, das. Alter, der verfolgt mich bis hierhin. Was soll denn das? Wir sind noch neongrün, das sollte passen. Oder wisst ihr, warte, ich mach den jetzt hier weg. Wenn er jetzt nochmal kommen sollte, dann mache ich den weg. Die Frage ist jetzt tatsächlich, wo ist die andere Leiter? Vielleicht hier auf der Seite? Wie kommen wir zum Leuchtturm? Nee, da kommt das blöde Ding wieder. Nee. Irgendwo hier muss eine Leiter sein. Ich meine, hier ist doch zu, mein Gott. Könnt ihr mal abhauen, ihr Drecksdinger. Ich mach den jetzt kaputt. Aua, verdammt nochmal. Ah, natürlich. Ach, Leute. Ich bin irgendwie ein bisschen. Ja, toll. Wisst ihr was? Das lade ich jetzt einfach. Ist mir irgendwie kackegal gerade. Ich möchte nicht für sinnlos da irgendwie. Ja, unnötigerweise Leben verlieren. Deswegen. Ja, lade ich das jetzt. Und wo ist denn jetzt diese verdammte Leiter? Verdammte Axt! Ich kann doch nicht so dumm sein und die Leiter nicht finden. Weil es muss doch. Hier irgendwo sein. Hier ist kein Weg. Hier gibt es keinen Weg. Da kommt das Scheißteil wieder, ne? Es fliegt da hinten rum und ja. Hier ist keine Leiter. Ah, ich hab doch geschlagen. Jetzt. Leute. Wollt ihr mich eigentlich total verkackeiern? Irgendwo hier muss doch eine Leiter sein. Oder eine Treppe oder sonst was. Alter Schwede.
Hier muss doch irgendwas sein. Hä? Bin ich gerade total bescheuert? Irgendwie muss man doch zur Leuchtturm kommen. Oder ist das eine Treppe, die hochgeht oder so? Ich muss mal gucken. Also irgendwie gibt es hier auch keinen Ausgang, ne? Keinen Weg zum Leuchtturm. Das finde ich ein bisschen schräg, muss ich ganz ehrlich sagen. Von dem Spiel hier. Aber nein, hier ist nichts. Nochmal runter, aber da ist ja auch nur der eine Weg. So, die Treppe war ja auch leicht versteckt, aber... Kann man jetzt vielleicht da hinten an dem Boot weiter? Nee, kann man auch nicht. Wo geht's hier weiter? Du nervst. Meine Fresse, du nervst. Lasst mich in Ruhe. Mann. Bäh. So, geh weg. Wie kommen wir hier weiter? Hä? Total verwirrt gerade, ohne Mist. Es kann sein, dass ich dafür jetzt nochmal ein zweites Mal tatsächlich schauen muss. Aber hier gibt es keinen Weg. Es gibt hier keinen Weg, Leute. Warum nicht? Gut, Freunde, wisst ihr was? Ich schaue das mal ganz kurz nach. Und das ist echt merkwürdig. Okay, ich würde mal sagen, bis gleich. Okay, Freunde. Ich habe es tatsächlich geblickt. Ich war wieder zu blöd. Ich war tatsächlich wieder zu blöd. In dem Boot, was wir hier haben... Jetzt hau ab! Ich beschädige mich nicht. Oder wisst ihr was so? Genau. Noch einmal zum Folgenanfang. Nein. In dem Boot, was wir hier haben, ich habe hier dran geklickt. Nichts passiert, aber es ist eine Tür. Warum hat das nicht reagiert, weil als ich da eben angeklickt habe? Verdammte Angst. Man kann hier tatsächlich hin. Ja, toll. Und jetzt geht's hier weiter wahrscheinlich zum Leuchtturm. Okay. Wo ist das Ding? Ah, ich muss laufen. Scheiße. Ich glaube, ich muss laufen. Oder das ist doch eine große Chance jetzt. Ach, shit. Okay. Alter. Diese blöden Fliegedinger. Kann man hier rein? Nein. Kann man auf der anderen Seite was machen? Ich schau mal nach. Nein. Okay. Wie geht's uns? Ich hasse diese Fliegeteile. Verdammt nochmal. So. Gut, aber da oben lauert wieder schon wieder ein Affe auf uns. Alter Schwede, auf der anderen Seite. Wir sind jetzt auf der anderen Seite, ja. Ich werde diese Gegner aber ignorieren, tatsächlich. Weil ich denke, dass wir hier nicht mehr hin müssen. Wow, da ist eine Treppe. Und hier ist eine Sackgasse, verdammt. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Kann man hier hin? Oh, hier kann man hin, guck mal. Alter, was für ein Gehetze hier. Kann man hier noch irgendwas machen? Aua. Das Fliegeding geht mir auf die Nerven. Das Fliegeding geht mir allmählich wirklich auf die Nerven. Das gibt's nicht. Die machen uns hier Schritt für Schritt platt. Ich werde jetzt die ganze Zeit schlagen. Damit das Ding genau in der Pause ankommt. Ach, das ist doch... Okay, wisst ihr was? Nee, ich werde jetzt hier tatsächlich durchlaufen. Einfach durchlaufen. Diese Gegner hier sind extrem nervig. Verdammt nochmal. Die stressen einen ja auch so hier. Verdammt! Okay, da ist nichts. Leute, geht mir aus dem Weg. Da ist noch ein Affe. Ja, toll. Ich laufe einfach irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Aber schon voll Richtung Leuchtturm. Okay. Gibt's hier irgendwo was zu... Ah, da... Ah, seht ihr? Da gibt's ein Item. Ein Verbandskasten. Sehr gut. Ja, lass mich doch alle in Ruhe. Wirklich.
Lasst mich alle in Ruhe. Ich glaube, die Gegner hier, die werden auch mehr, habe ich das Gefühl, ne? Ah, lass mich doch mal vorbei. Zickzack laufen. Einfach zickzack laufen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Gegner mehr werden. Je näher es an den Leuchtturm geht, desto mehr werden die Gegner. Ihr Drecksfliegeviecher, Mann. Boah, was ist das für ein komisches Gebiet? Boah, Stress pur hier. Stress pur. Drei Stück von den Dingern. Oh mein Gott, ja. Hier geht's zum Leuchtturm wahrscheinlich. Lass mich in Ruhe. Man kann nicht anhalten. Man kann tatsächlich nicht anhalten. Okay, ich glaube... Es geht gerade Richtung Leuchtturm, ja. Wir gehen mal hier hin, aber hier ist nichts. Aua. Ja, voll, der hat mich gar nicht getroffen. Das ist schon wieder orange. Boah, was für ein Stress. Ihr seid so nervig. Was ist... Ich möchte halt den Bonus mitnehmen. Oder geht's hier genau zum Leuchtturm hin? Nee, da geht's nochmal zurück. Aber hier ist nichts. Nein, hier ist nichts. Au. Dreckige Fliegeviecher. Echt, es nervt. Ihr nervt. Okay. Okay, und lauf. Verdammt nochmal. Lauf einfach. So. Alles klar. Wir haben noch massig Munition. Doch. Uiuiui. Haben wir noch massig Munition, oder? Die können wir einmal nachladen und ausrüsten, ja. Schrotflinte war 3 Schuss. Hier vorne war doch 33 Schuss. Ja, das passt. Das passt, das passt, das passt. Speichern. Verdammt nochmal. Oh, und die Musik hier, die ist sehr spannend, muss ich dazu sagen. So ein bisschen religiös auch. Naja, aber das passt dann halt auch zur Story. Boah, guckt euch das an. Boah, Alter, das ist gerade ganz schön... Ich komme mir vor wie in so einer Hypnose. Okay. Musik geht wieder ab. Verschwommen. Ah, das tut in den Augen weh. Wait. Damn, I was too late. Das war Alessa. Oder? Das war Alessa, lieber Harry. Das war Alessa, ja. Und was müssen wir jetzt hier genau machen? Wir sind am Leuchtturm angekommen. Haben wir einen großen Bereich? Kommt jetzt hier ein Bosskampf oder was? Ja, alles klar. Das war's hier. Also nur eine Begegnung mit Alessa. Okay. Klatsch. Das heißt, wir müssen wieder hier runter oder was? Ja, er hat ja gesagt, er ist zu spät. Also dann macht das auch schon Sinn. Dann laufen wir hier runter wieder, Harry. Ach du Heilige. Okay, eine komische Begegnung mit Alessa. Wir gehen wieder raus aus dem Leuchtturm. Mal gucken, wie es weitergeht. Bin sehr gespannt. Och nee! Diese ganzen scheiß Gegner. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Was müssen wir machen hier? Aua, ja, danke. Nee, wartet mal. Da das Hunde sind und die mit einem Schlag kaputt sind, gib mir das Inventar. Nimm den Hammer. Verdammt nochmal. Nimm den Hammer. Schlag! Aua! So. Boah, wie viele Hunde hier. Was können wir denn da machen, Freunde? Ich frage mich jetzt ja auch, wo müssen wir hin, ne? Wo müssen wir hin? Weil der Leuchtturm ist noch markiert. Aber irgendwie... Irgendwie geht's da nicht weiter. Deswegen. Also. Was können wir da noch machen? Wir haben den Indian Runner noch, aber...
Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also ich bin gerade echt überrascht. So, gehen wir einfach mal nochmal zurück. Gehen wir einfach mal zurück und ich laufe einfach. Oh, und ich laufe, lauf weg. Oh. Ah ja, okay. Da kommt eine Katze hin. Ah, Gott sei Dank, zum Glück müssen wir doch. That creep's sure to show up at the amusement park pretty soon. Let me be on time. Der Vergnügungspark. Wo kommt wir denn? Ah! Da links oder was? Ah, okay. Wir müssen zur Sinford Street zurück und dann nach links. Ah, okay, ja. Gut, dass ich die Gegner weggemacht habe. Ich weiß, wo wir müssen. Da zu dem Loch da, wo wir in der vorletzten Folge gesagt haben, hö, was ist denn da los? Da ist einfach so ein Loch. Ja, da müssen wir jetzt hin. Ganz genau. Ich wusste, dass wir da irgendwann nochmal hin müssen. Und an den Gegnern laufe ich jetzt dran vorbei. Ist mir kackegal. Wir müssen Sibyl finden. Ja, die Polizistin. Ich laufe, wie gesagt, einfach an allem vorbei. Ich muss die Munition sparen, Freunde, weil ich glaube, es wird bald ziemlich heftig an Gegnern. Und dafür brauche ich die Munition. Jawohl. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Es war ja hier vorne, genau, wo wir die Hunde weggemacht haben, ne? Oh Gott. Ja. Und die Musik, ja, haut wieder ganz schön drauf hier. Okay, wir müssen hier rein. Der Deckel ist entfernt worden. Ist sie vielleicht von hier aus zum Vergnügungspark gelangt? Ja, Harry, das kann sehr gut sein. Boah, die Mucke haut wieder drauf hier. Richtig krass. Oh, eine Filmszene. Ah, okay, wir haben Sibyl also gesehen. Und ja, dann sind wir wieder in der Kanalisation und hier haben wir. Na toll, wieder dieses religiöse Symbol. Und hier haben wir eine Karte. Karte der Kanalisation. Das ist die gleiche Kanalisation. Kann man dann nochmal zurück vielleicht? Das ist die gleiche Kanalisation wie, ne? Wie beim letzten Mal. Wie wir hier hingekommen sind. Ach, okay, das ist. Ja, auch wieder mit den gleichen Geräuschen. Wieder mit dem schönen Symbol hier und da sind wieder die Käfer. Genau. ich lasse euch einfach beiden, ne? Sind wir hier richtig? Ja, wartet mal. Ja, oder sollen wir. Schlag drauf. Schlag drauf. Genau, und da ist noch einer. Schlag einfach weiter, Harry. So kann man sie auch kaputt machen. Ja, sehr gut. Ich habe keine Lust, hier jetzt die ganze Zeit von Gegnern weg zu rennen. Ich möchte noch einmal kurz gucken. Oh, was für eine Musik hier. Oh Gott. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Oh, kam einfach einer von da oben an. Oh Gott. Alles klar. Wir müssen hier lang. Es geht nicht? Wie, das geht nicht auf? Ah, falsche Richtung. Ist auch klar. Aua. Oh, das muss doch nicht sein hier. So, hier geht's dann weiter. Ja, was ist das? Okay, komm her. Komm her. Und tritt ihn kaputt. Los, Harry, tritt ihn kaputt. Ah, ist er schon kaputt? Er ist schon kaputt. Okay. Oh, was für eine Bucke hier. Hier stehen irgendwelche. Ist das jetzt eine Statue oder ist das eine Leiche? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Wir gehen einfach weiter hier durch. Wartet mal. Sind wir hier nicht. Gott. Lass mal die Sounds weg, bitte. Lass mal die Geräusche weg hier.
Verdammte Axt. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Weil, genau, Bonus. Bonus-Items. Sehr gut. Tonikum brauchen wir ja überhaupt nicht, ne? Wir haben nur noch 3 Verbandskästen oder so. Tonikum müssen wir direkt schlucken, ja. Es ist, richtig krass hier. Und, oh, mein Handy ist gerade ausgegangen, komischerweise. Da ist meine Uhr drauf. Aber ja, wir haben noch ein paar Minütchen. Das ist doch mal ein Tonikum. Sehr cool. Mitnehmen. Danke. Danke, danke. Ah, Frage ist, worauf bereiten die uns hier vor? Da ist wieder ein Käfer. Ich nenne die jetzt einfach Käfer. Ah, oh, ist noch einer. Okay. Da kommt nochmal ein Affe. Hau einfach weiter. Ach du Scheiße. Wie viele Gegner sind denn hier? Verdammt nochmal. Wow, aber zum Glück machen die nichts. Die kommen einfach auf uns zu hier. Okay. Der andere ist kaputt. Ja, hier unten gibt es halt auch kein Radio, ne? Das ist klar. Da kommt noch einer. Wow. Wie viele Gegner hier kommen, ne? Aua, hey! Ich dachte, da kommt noch so eine Animation, wie du stirbst. Okay. Wie geht's uns? Neongrün, das passt. Wir sparen halt Mutti, bis zum geht nicht mehr. Oh Gott, Leute, was ist hier los? Hier geht's nicht weiter. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Hier geht's. Hä? Warte mal. Ah, ich bin okay. Zu weit gegangen. Okay. Hier das? Nee. Hä? Hä? Warte mal. Ah, hier. Meine Güte, was ist da hier los? Diese ekelhafte Kanalisation, ey. Ah! Okay. Können wir die irgendwie so machen? Ja, die kann man so machen. Die machen ja nicht viel, ne? Zack, zack. Weiter draufhauen hier, Harry. Los. So, beide weg. Wunderbar. Munition gespart. Da kommt noch mehr. Boah, was eine Masse an Gegnern. Die wollen uns wirklich jetzt hier irgendwo drauf vorbereiten. Habe ich das Gefühl. Alter! Okay, wir sind fast bei Sibyl, habe ich das Gefühl. Nee, aber wir haben einen Schuss gehört tatsächlich. Und schau drauf! Ah, noch einer hinter mir. Okay, nee, das ist jetzt... Das ist mies. Das ist gemein. Hinter mir, zu zweit. Oh Gott, da liegt ein Körper. Aua. Oh, das ist mir zu viel hier mit den Gegnern zu zweit. Ja, und... Aua. Boah, ja, ich heil mich ja schon. Ihr seid witzig, ey. Ey, das ist doch... Wartet mal, nee, jetzt wird's mir zu blöd. Ohne Witz. Ich bin schon wieder rot. Das gibt's doch nicht, Mann. Okay, Harry, lauf zurück und schieß. Mann. Oh. Leute, Leute, Leute. Diese Kanalisation ist der Horror. Wirklich. Das ist der... Was ist denn das? Was ist das? Pferd? Boah, die Mucke, Leute. Richtig geil. Die Musik, ey. Boah, Hammer. Richtig atmosphärisch gemacht hier. Was sind das für Pferde? Okay. Wir können hier raus, oh mein Gott. Okay. Meine Fresse. Boah. Okay. Gott, ist eine Filmszene oder sowas? Sibyl, wo bist du? Keine Landkarte. Okay, wir sind scheinbar in diesem Vergnügungsgebiet angekommen. Oder sind wir jetzt zurückgelaufen? Nee, wir sind nicht zurückgelaufen. Wir sind aber immer noch in der Kack-Traumwelt. Die Frage ist jetzt... Harry, Kamera bitte hinter dich. Aber ist jetzt... Was begegnet uns hier? Wir haben keine Karte. Das ist ein bisschen kacke. Oh Gott, Freunde.
Was begegnet uns hier? Ah, guck mal, wir sind wieder die kleinen Geister hier. Aha, wie cool. Die machen, die sind ja einfach nur süß, die machen ja nichts. Okay. Gut, haben wir jetzt endlich mal Ruhe vor Brutalo-Gegnern, ja? Das wäre schon sehr nett vom Spiel. Ach du Himmels Willen. Okay. Hier läuft... Ah, guck mal, da läuft ein Karussell. Ja, geil. Ein Breakdancer oder... Nee, ist kein Breakdancer. Südseewelle? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Karussell. Oh. Sogar mit der Mucke. Wie geil. Sogar mit der Musik da. Ich geh nochmal zurück. Da hört man die Musik, das ist ja geil. Ah, da ist noch so ein... Ah, das ist aber ein Gegner. Das ist aber ein Gegner. Ja, aber die machen nichts, oder? Ah, doch, okay. Die machen doch... Die machen schon was. Dann macht... Ach, das sind die Affen aus der Schule. Beziehungsweise die kleinen Gegner von aus der Schule. Ja, okay. Diese Musik. Es ist einfach nur creepy, Freunde. Es ist einfach nur creepy. So. Okay, aber hier geht's auch nicht weiter. Okay, das scheint ein linearer Weg tatsächlich zu sein hier. Was ist das denn? Ein Riesenrad. Wollen wir damit fahren, Harry? Guck mal, da ist schon dein Kumpel, der wartet da auf dich. Nee, eher nicht. Ja, wobei, das sollten wir uns angucken, weil es da schon weitergeht. Das Riesenrad. Guck mal, Harry, da ist dein Freund. Willst du nicht mit ihm hier schön Riesenrad fahren? Ist doch bestimmt romantisch. So, dann mach den kaputt hier. So, gibt's hier irgendwas für uns zu tun hier drin? Kann man hier rein? Da kannst du nicht rein. Okay. Gibt's hier überhaupt irgendwas auf dem Riesenrad? Scheinbar nicht, ne? Da war das völlig umsonst hier scheinbar. Verdammt. Hier hätte ich gar nicht hin müssen. Ah, super. Egal. Aber das war geil, dass der gerade hier so auf uns gewartet hat beim Riesenrad. Unser Kollege. Okay, da ist da nichts beim Riesenrad. Schade. Ah, guck mal, da ist aber ein Speicherpunkt. Oh Gott. Das werde ich definitiv jetzt speichern. Themenpark, ja, genau. Das sind gleich wie die Geister, die verschwinden. Gut, ist jetzt... Ist jetzt halt auch echt blöd, dass man hier keine Karte von hat, ne? Keine Landkarte. Ah, das wird spaßig ohne Orientierungssinn. Mal gucken, ja. Wie wir uns hier zurechtfinden, würde ich sagen. Und überall laufen hier die kleinen Geister rum. Das ist so putzig. Ja, im Originalspiel waren das ja tatsächlich, beziehungsweise im ursprünglichen Plan sollen das ja Gegner gewesen sein, ne? Also da kann man schon froh sein, dass sie das nicht mit reingenommen haben hier. Ah, guck mal, hier kann man hin. Okay. Eine Cutscene. Okay, alles klar. Was ist mit Sibyl los? Was ist mit Sibyl los? Leute, wir sind gerade am Folgenende angekommen. Was ist mit ihr los? Warum? Warum müssen wir jetzt gegen Sibyl kämpfen? Ach Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Dann schießt einfach drauf. Oder keine Ahnung. Wir kämpfen gegen Sibyl.
Ja, ist klar. Ja, ist klar, Sibyl, du bist doch bescheuert. Ich bin. Wir sind jetzt zwei. Alter! Ja, oder keine Ahnung. Schieß einfach drauf. Aua! Hä? Wie jetzt? Sind wir tot? Nein, wir müssen uns heilen. Oh Gott. Okay, Harry, stehst du auf? Alter! Sibyl! Warum kämpfst du gegen uns? Was so? Wir haben keine Heilung mehr, Leute. Boah, was ist das? Alter, okay. Wir müssen uns echt... Sibyl, was ist das? Wartet mal, wisst ihr was? Ich schieße jetzt mit dem Jagdgewehr da drauf. Sibyl, du kannst mich mal wirklich... Verräter! Verräterin! Aua, okay. Verräterin! Verdammt, was machst du so Sachen, Sibyl? Ich schieße einfach weiter drauf. Aua. Ja, toll. Toll, wir sind rot. Der Effekt hält aber nicht lange. Oh, was ist denn das, ey? Leute, nee. So. Hä? Wo ist sie jetzt hin? Jetzt läuft sie. Okay, also die Schüsse, die waren schon echt tödlich, muss man sagen. Wo ist Sibyl? Ah, da ist sie. Okay. Schieß einfach weiter. Komm. Schieß einfach weiter. Ist mir jetzt... Okay, nein, 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 nein. Lauf! Aua, 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 aua. Hörst du auf? Hörst du bitte auf? Sibyl! Mensch. Wie viel hältst du aus, bitte? Wie viele Schüsse hält ein Mensch aus? Was zur Hölle? Oh, ich verschieße meine ganze Munition an der... Das war nicht umsonst, was sie uns darauf vorbereitet haben, ja? Oh Mann, die ist aber auch schnell. Auf dem Karussell hier. Ja, da hinten. Wie viel Schuss habe ich noch? Toll! 9 Schuss. Ja, danke auch. Danke für nichts. Ein Rollstuhl? Okay. Alter Schwede. Mensch, Sibyl! Okay. So eine Aufregung nochmal am Cutscene. So am Folgenende. Okay, Sibyl ist tot. Was zum Teufel? Wie konnte so etwas geschehen? Und dann die Musik im Hintergrund, ey. Okay. Ja, alles klar. Dann. Noch eine Kassi. Da ist wieder Alessa. Hold it right there. I don't know who you are or what you're trying to do, and I don't care. Just one thing. Let Cheryl go. That's all I ask. What? This. Where's Cheryl? Give me back my daughter.
We meet at last, Alessa. Dahlia Gillespie? Where's Cheryl? Where is she? Alessa. This is the end of your little game. Mama? Could she be... You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? I was careless. Thinking you couldn't escape from our spell. But Mommy didn't know how much you'd grown. That's why I couldn't catch you all by myself. But what a pity, yes? Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? Alessa, my dear little girl, there is one thing left I need you to do for me. No! Get away from me! Bad girl. Alter Schwede, ist das creepy, Leute. Das ist... Okay, krass. Harry. Lisa. What happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement. Even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. But nothing really unusual down there. While I was down there, I got this weird feeling. Like I'd been there before. Like something happened there. But I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. It's only a temporary thing. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No! You don't understand. Wait! Where do you think you're going? Verdammt, was ist das? Diese Geräusche. Von dort unten. Sie kommen aus dem Keller. Alles klar, liebe Freunde. Ja, mein Gott, was für ein heftiger Storybatzen. Also, Alessa und ihre Mutter sind irgendwie scheinbar wieder weg und haben irgendwas mit Cheryl zu tun. Und ich speichere das jetzt einfach. Wir sind mal wieder im Krankenhaus bei Lisa. Nowhere. Nirgendwo. Wie nirgendwo. Okay, interessant. Nichts nützliches. Okay, Freunde. Hier haben wir keine Langkarte von. Aber, ja, das muss ich erstmal auf mich wirken lassen, tatsächlich. Und ihr, denke ich mal, auch. Ja, ich frage mich jetzt tatsächlich, wo Cheryl ist und wo die beiden Alessia und Dahlia sind. Ne? Und wo Lisa wieder hingerannt ist. Nun, liebe Freunde, irgendwann würde ich mal sagen, jo, ein bisschen überzogen, aber ich habe halt keine, nicht gewusst, dass da Bosskampf 10 Minuten Cutscene kommt. Gut, Freunde, würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne?
Tschüss.